Grüß euch, wir sind da jetzt beim Gasthof zur Schießstätte. Es geht heute vom Maurerwald weg, ca. 32 Kilometer nach Kleinmariazell. Das ist in der Nähe von Altenmarkt und laut Wanderführer 9 Stunden, um die 700 Meter rauf und runter. Also, seid dabei. Es ist schon ganz schön frisch, wir haben Oktober, aber es dürfte ein wunderschöner Tag werden. Wenn ich da nach vorne schaue, haben wir Sonne, ein bisschen Nebel, aber wird gut. Schönen guten Morgen. Wir sind jetzt gerade durch den Güttelsbachgraben durchgegangen, also von Wien weg, wir sind ja sehr nahe Wien. Und ich wollte euch da einmal ganz kurz zeigen, wie so ein Sonnenaufgang an einem Samstagmorgen sein kann. Es ist genial schön, Wetter ist super. Wird eine coole Tour, glaube ich. Thank you.
Kurzer Zwischenstand, wir sind bei Kilometer 9 und ein bisschen was, also kurz vor 10 Kilometer. Distanz zum Ziel ist noch 28 Kilometer. Es ist ein sehr, sehr schöner Wanderweg. Ich bin eigentlich, seit ich weggegangen bin, über die große Lichtung die ganze Zeit im Wald. Es ist wahnsinnig toll. Das Wetter ist perfekt, es ist super. Man trifft keine Leute hier auf dieser Strecke. Zwei Mountainbiker bis jetzt getroffen und einen lieben kleinen Jagdhund namens Frodo. Und ja, wie gesagt, Distanz zum Ziel sind noch ungefähr 28 Kilometer. Ausrüstung passt. Rucksack ist heute mit, also das Nettogewicht, glaube ich, waren 13 Kilo. Und dann noch Essen, Trinken dazu plus Technik war ich dann auf 15. Ist aber absolut okay. Also mit dem neuen Teil, das ich da habe, verteilt sich das wirklich perfekt. Das ist sehr cool. Ja, wie gesagt, 28 Kilometer haben wir noch. Ich halte euch am Laufenden. Genau. Also nachdem da nirgends der Bagger herumsteht und das aber am Boden so ausschaut, da wahnsinnige Wühlspuren sind, kann aber nichts bestätigen, weil ich noch keine Wurf gesehen habe. Aber schaut so aus, als steht da ab und zu mal ein Wildschwein vorbei. Wir sind jetzt irgendwo im Nirgendwo, netter Wald und dann das da. Nettes kleines Waldhäuschen. Sulz im Wienerwald, 14,5 Kilometer sind bereits erledigt. Wir haben noch 20 Kilometer, habe ich glaube ich noch vor mir. Ja, genau. Im Hintergrund kann man diese netten, tollen Villen sehen, die da am Bergerl herumstehen. Mit einem traumhaften Ausblick über den Wienerwald. Ja, Wetter ist gut, Kondition passt, Pause kommt erst, 14, okay. Es Paletti. Bis später.
Ich bin jetzt durch Sulz im Wienerwald durchgegangen und dann war ich nur eine Zeit lang auf einem Forstweg, der war nicht besonders attraktiv. Der jetzige Weg ist wieder wesentlich schöner. Stand haben wir 16,81 Kilometer sind erledigt und 18,8 habe ich noch vor mir. Geplante Ankunftszeit 17.02 Uhr, durchschnittlich 3,3 Kilometer. Naja, schauen wir mal. Ja, ich zeige euch noch kurz den Weg. Der ist nämlich wirklich cool. Da unten der kleine rote Marker, da bin ich gekommen. Und bei wirklich schönstem Wetter und keine Leute geht's hier nach vorne weiter. Ich bin jetzt kurz vor der nächsten Ortschaft, ich weiß jetzt den Namen nicht genau, aber ich habe vorhin irgendwo eine Tafel gesehen, da ist sogar Werbung für einen Gasthof oben gestanden, also wenn sie das ergibt, werden wir brauchen die was kurz zum Essen kriegen. Ja, schauen wir weiter. Auf den gibt es leider nicht mehr. Ich bin ja schon wieder draußen aus dem kleinen Dorf. Schon wieder, ob das heißt. Egal. Und bin jetzt am Gfölder Rundwanderweg. Okay, schauen wir mal. Dann suchen wir uns einen vernünftigen Außenplatz, geht auch. Also die Nummer von dem Wanderweg weiß ich nicht mehr, aber es ist die weiß-rot-weiße Markierung und ich muss sagen, der Wanderweg ist echt, echt cool, weil man nämlich kaum sieht, es sind keine Leute unterwegs und es ist wunderschön da. Kurzes Update, ich bin laut Wegweiser kurz vor Klausen-Leopoldsdorf. Erledigte Tageskilometer bin ich jetzt gerade auf 26, irgendwas und meine Maschine sagt, Kilometer bis zum Ziel sind nur 11, das waren dann aber 37, also irgendwer verrechnet sich da permanent, ist aber im Prinzip wurscht, ich gehe so wie weit es geht und das andere lasse ich gut sein, es ist nämlich ein wirklich, wirklich schöner Weg, super Wald und keine Leute, außer ab und zu mal der Weg ein bisschen aufgerissen durch die Wildsau, aber ja, soll so sein, die wollen ja auch was essen. Ja, ich melde mich später wieder. Ich bin im Café, ich glaube Cappuccino heißt, in Klausen-Leopoldsdorf. Ich gehe mal raus aus Klausen-Leopoldsdorf und im Café Cappuccino hat es einen guten Bauerntoast und eine halbe Bier gegeben. Und jetzt starte ich dann auf die letzten 8 Kilometer. Also es sind jetzt doch mehr, es sind glaube ich insgesamt dann 34 oder was. Aber das ist egal, das ist nicht schlimm, das ist nicht tragisch.
Ich melde mich dann vom Wald wieder, weil da kommt jetzt gleich die Autobahnunterführung und da ist nur laut. Bis später. Ich bin jetzt gerade wieder aus der Ortschaft draußen und Sonnenuntergang ist um 18.36 Uhr, jetzt ist 16.30 Uhr, das heißt 2 Stunden habe ich noch Zeit, 8 Kilometer bzw. 7 Kilometer, jetzt nur noch die Distanz bis zum Ziel, sollte machbar sein und dann suche ich mir einen coolen Lagerplatz, geändert das Setup diesmal mit einer gefütterten Hängematte, schauen wir mal, wie das Ganze wird. Aber ich bin optimistisch. Es war bisher ein echt, echt cooler, schöner Tag. Muss ich unbedingt nochmal machen, die Wanderung. War wirklich gut. Ich halte euch am Laufen. Bis später. Den machen wir nur im Vorbeigehen, weil ich bin mir nicht sicher, wie der reagiert. Okay, der bleibt Gott sei Dank, wo er ist. Endlich hat diese Asphaltstraße ein Ende. Es war nicht viel, aber es kommt dann immer so ewig lang vor, wenn man durch irgendeine Siedlung läuft oder auf, ja, keine Ahnung. Bin jetzt wieder auf Schotter, da vorne kommt eine Forststraße und Distanz zum Ziel 5 Kilometer. Es ist 17 Uhr, 1,5 Stunden habe ich bis Sonnenuntergang. Schauen wir, wie weit wir kommen. 3,5 Kilometer vor dem Ziel. Da geht es jetzt ziemlich rauf, aber da vorne sieht man schon die Lichtkante. Das heißt, höher wie jetzt kann es nicht mehr werden. Es sei denn, ich muss nur einen Berg nehmen dazwischen, einen Hügel. Schauen wir mal, 3,5 Kilometer. Ein bisschen was geht noch. Ja, den Aufstieg haben wir jetzt ganz gut hingebogen, meine Füße und die. Jetzt geht es leicht bergab und ja, schauen wir mal, 3 Kilometer bis zum Ziel, das sollte man eigentlich schaffen. So, angeschrieben ist es schon. Da wollen wir hin. Und von da sind wir gekommen. Und da gibt es einen sehr coolen Weg, der geht dann nach Alland. Das war vielleicht eine Überlegung. Aber mir hat eigentlich dieser Weg sehr gut gefallen, den ich hergegangen bin. Bis auf zwei Teile, wo die Asphaltstraße nicht so berauschend war. Aber das ist eine Überlegung. Alland ist schön. Ich werde jedenfalls jetzt einmal da runtergehen, schauen, dass ich zu dieser Basilika komme und dann gehe ich noch ein Stückchen weiter und suche mir ein cooles Lager. Ja, das war's schon wieder. 800 Meter bis zum Ziel. Ich kann die Spitze der Basilika schon sehen. Und ja, wir werden zwei, drei Aufnahmen machen und dann geht es zackig den Weg weiter ins nächste Waldstück hinein, weil dann heißt es Lager aufbauen, Sonne ist bald weg. Und jetzt im Finstern aber nicht so geschmeidig. Das ist sie, die Kirche von Klein Maria Zell, die Basilika. Tja, Ziel erreicht. Und wir haben, weiß nicht, ob man das lesen kann, 35,43 Kilometer Tagesleistung. Ziel, Ankunftszeit 18.09 Uhr. Das heißt, jetzt wird es klar mit einen Platz suchen, das passt gut. Da hinten ist die Basilika. Ich werde jetzt schauen, dass ich auf dem 400er Weg weiterkomme, weil das Dorf ist nicht ziemlich groß, das ist ziemlich klar, das ist übersehbar. Das heißt, ich bin bald einmal wieder im Wald, schätze ich, hoffe ich. Das war's, ich melde mich wieder.
Ich habe umdisponiert, ich bin beim Kirchenwirt gelandet. Und das ist gut so. Ich melde mich morgen wieder. Geht's was essen, was trinken? Grüß euch.